Hallo Leute, ich bin's Papacino. In diesem Video geht's um die Volltreffer in Black Ops 4. Ich werde euch erklären, beziehungsweise meine persönliche Erfahrung mit euch teilen, wie man am schnellsten zu Headshots in Black Ops 4 kommt. Im Hintergrund läuft ein erspieltes Gameplay von mir auf der Map Militia mit der K1 und da ist auch schon der erste Headshot. Also auf jeden Fall gibt's mal einen klaren Unterschied zwischen den IRs und den SMGs. Bei den IRs ist es einfacher, also ich finde persönlich, dass es einfacher ist, Volltreffer zu erzielen, und bei den SMGs ist es ein bisschen schwerer. Und Sniper oder Secondary oder so ist dann nochmal komplett anders. Ja, also falls sich jemand fragt, warum die Headshots sind wichtig für die Tarnungen. Und ja. Der erste Tipp von mir ist auf jeden Fall, Großkaliber auf die Waffe drauf zu hauen. Wenn es möglich ist, ist nicht bei allen Waffen möglich. Zweiter Tipp ist, nicht direkt auf den Kopf zu zielen, sondern zuerst auf den Brustkorb, damit man das Auto eben bekommt, und dann erst auf den Kopf nach oben ziehen. Warum macht man das? Weil das Auto eben am Kopf natürlich nicht so schnell da ist wie am ganzen Körper. Und Ausnahmen sind natürlich zum Beispiel die Inaktivität von Spielern, da kann man direkt auf den Kopf gehen. Und sonst, ja, man wird sonst merken, wenn man direkt auf den Kopf sieht, wird man öfters merken, dass man geholt wird oder dass man den Kill generell gar nicht bekommt, weil das Aim so schlecht ist, weil eben das Auto eben viel länger braucht. Mittlerweile habe ich 3 Headshots und es sind jetzt in diesem Gameplay auch nicht so viele, aber wenn man jedes Spiel 5 bis 10 Headshots hat, dann passt das schon. Mein dritter Tipp ist, sucht euch gute Lobbys. Also zum Beispiel Herrschaft-Lobbys oder Team-Deathmatch-Lobbys mit eher schwächeren Spielern oder gleich starken Spielern, und achtet immer drauf, ob die Gegner aus Partys bestehen oder alleine spielen, weil ja, das macht es eben auch aus. Und wenn man in einer guten Lobby ist, dann spielt man da oft mal 5 bis 15 Spiele und bleibt da immer drinnen, und man spart Zeit. Und sucht nicht immer wieder neue Lobbys, wo man joint und ja, das Game eigentlich eh schon fast vorbei ist und man nicht mehr spielen kann. Ich persönlich finde, dass man mit der ICR oder der Rampart oder sonstigen Waffen sehr schnell Volltreffer macht oder bekommt, und mit anderen, zum Beispiel mit der SMG, mit der SAUG 9mm, ist es schwerer. Das liegt daran, dass einfach die Präzision anders ist und die Feuerrate und so von den Waffen ist auch anders. Wenn man in guten Lobbys ist, kann man in ungefähr 1,5 bis 2 Stunden 100 Volltreffer machen, also die Tarnung abschließen, die rote Tigerstreifen-Tarnung, und dann geht es weiter zu den anderen Tarnungen. Mein vierter Tipp ist, nicht krankhaft auf einer Waffe sitzen zu bleiben. Also wenn es jetzt gerade schwer ist, mit einer Waffe Headshots zu bekommen, dann einfach mit einer anderen Klasse spielen, und zum Beispiel, wenn man mit einer IR spielt, dann einfach auf eine SMG wechseln, und ja, so läuft das dann. So, der Gegner hat gerade einen schönen Turn-off von mir kassiert. Mein fünfter Tipp ist der, dass man Gegner, die im Headglitch sind, einfach holt, und das bringt euch den Vorteil, weil normalerweise, ja, Headglitch ist scheiße und so, man weiß es eh. Aber um Volltreffer zu erzielen, ist das gut, weil er meistens nur mit seinem Kopf oder mit seinem Oberkörper rausschaut und da die Chance viel höher ist, dass man eben einen Volltreffer macht. So, mittlerweile sind wir beim sechsten Tipp, nämlich der, dass man mit der Waffe Einzelschüsse abgibt. Also kein Dauerfeuer, weil da die Präzision eben schlechter ist und die Waffe verzieht, und durch die Einzelschüsse eben bleibt die Präzision vorhanden. Und wenn man einmal am Kopf ist, dann bleibt die Waffe auch am Kopf. Im Gameplay sieht man das beste Beispiel dafür. Ich ziele zuerst auf den Kopf und durch das Dauerfeuer veraimt die Waffe und die Präzision ist schlecht. Und dadurch verzieht die Waffe natürlich. Und ich habe den Headshot dann nicht bekommen. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch haben meine Tipps geholfen. Und ihr holt viele Headshots. Falls euch solche Videos gefallen, schreibt bitte in die Kommentare und liked das Video. Und dann wird in Zukunft mehr von solchen Sachen kommen.